Hey yo Leute, hier ist eure Kornkammer. Danke fürs Reinschauen. Gleich kommt mein großes Video von einer Anlage, die ich gebaut habe. Die einzelnen Videos wurden zusammengeschnitten und ich werde versuchen, sie so gut es geht zu kommentieren. Falls ihr Fragen habt, klären wir das dann später. Viel Spaß beim Zusehen und tschüss. Hier seht ihr das fertige Nest, Schrägstrich Arena, das in einem Aquarium ist. Das vorne ist nur ein Sichtschutz in einer Sandstein-Felsen-Optik, weil mir die rote Folie nicht mehr so gefallen hat. Mal mehr Abwechslung. Ihr seht das Aquarium. Drinnen ist ein Ytong-Stein, der bearbeitet wurde. Der Boden ist mit Sand und Lehm bearbeitet worden. Und jetzt mache ich gleich den Sichtschutz mal kurz runter. Hier seht ihr das Ytong-Nest. Wie gesagt, die rote Folie, das ist so gewöhnlich. Ich wollte das Ganze ein bisschen aufpeppen. Und würde ja sagen, das funktioniert auch ganz gut so. Ich werde jetzt immer hin und wieder meinen Senf dazugeben. Ansonsten bitte einfach das Video so gut es geht genießen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas mache. Also bitte nicht gleich mich lynchen. Der Eingang zu dem Nest, wo, wie ihr seht, ist hier in der Mitte der Arena. Und genau, jetzt ist es schon soweit. Wie wir das Ganze anfangen, will ich euch hier jetzt erklären. Wir haben das Aquarium, das 60 cm in der Breite hat. Die Maße sollen euch jetzt nicht wahnsinnig interessieren. Das Nest selber habe ich in zwei Teile geplant. Den einen Teil für das feuchte, den anderen Teil für die trockene Seite. Und befeuchtet wird das hier durch eine Drainage auf der Seite, wie ihr dann sehen werdet. Genau, hier erkläre ich euch gerade, oder sollte ich euch erklären, wie es so ein bisschen geplant wird. Der Ytong-Stein kommt hier auf die Seite und der Boden der Arena wird ein bisschen erhöht, damit ich den Eingang unterirdisch verlegen kann und die Ameisen so aus der Mitte herauskommen, weil hat mir irgendwie gefallen. Soll noch mal was Neues sein. So, genau. Viel Lärm um nichts. So, hier seht ihr gerade, wie ich anfange mit dem Ytong. Anfangen tut man klassisch mit Vermessen und Zuschneiden. Die Hälften sind jetzt nicht gleich groß, sondern ich mache die trockene Seite, wo die Körner kommen, wird ein bisschen größer, weil sie ja mehr Körner einsammeln, als sie Brut haben am Anfang. Drum seht ihr hier, erkläre ich euch gerade, wie ich es teile. Zuerst aber vermessen eben überall ein bisschen was weg. Ich glaube, das waren so 5 bis 6 cm auf der Breitenseite und in der Höhe waren es knapp 4 cm oder 5 cm. Ytong-Stein lässt sich natürlich super bearbeiten, kann man toll einritzen, eingravieren, bemalen vorher die Kammern. Das seht ihr eben hier. Fange ich an, dass ich die Kammern vorzeichne. Kann sich jeder eben selbst überlegen, wie er das gestalten will. Ich habe das Ganze jetzt einfach hier ein bisschen beschleunigt, weil sonst sitzt ihr ja mindestens jetzt eine halbe Stunde dabei und seht mir zu, wie ich hier die Kammern irgendwie reinzeichne. Das Video wird jetzt eben hoffentlich, wenn das richtig bearbeitet wurde, ein bisschen vorspringen. Genau. Und das geht jetzt eben so stufenförmig ein bisschen weiter. Die Kammern, wenn man ein liegendes Nest macht, sollten eher ein bisschen länglich sein. Das habe ich eben auch erst später ein bisschen begriffen. Weil wenn sie zu hoch sind, die Körner können sie ja nicht hoch stapeln und würden immer wieder runterfallen. Also eher in die Länge gezogen. Bringt wesentlich mehr für die körnersammelnden Ameisen. Genau, die eine Hälfte wurde jetzt schon bemalt und eingezeichnet. Jetzt kommt noch die andere Hälfte.
in der Mitte, da wo sich die zwei Teile dann teilen, wird ein Stück Styropor sein, das ich dann aber verkleide mit Fliesenkleber, und zwei Schläuche zum Verbinden. Während der untere Schlauch, der obere Schlauch ist es sogar, dann in einer Kurve hinüber läuft und in der Mitte der Arena wieder rauskommt als Eingang. Genau, hier ein bisschen einzeichnen, wie man so, dass man weiß, wo es rauskommt. Hier seht ihr jetzt schon, wie das eben fertig ist. Leider wurde hier ein Video, ist verloren gegangen. Ich habe das eben jetzt seit einem Jahr herumliegen und versucht jetzt die einzelnen Videos zusammenzufügen. Bütonstein lässt sich ganz einfach bearbeiten, wie ihr in einem Tutorial schon gesehen habt, mit Schraubenzieher, Messern, Bohrer, Fräsen, Dremel, alles was ihr zu Hause habt. Hier seht ihr eben das Styropor und die zwei Schlauchverbindungen. Und das Styropor wird hier eben ein bisschen noch bearbeitet, dass die Kante einen einigermaßen schönen Übergang hat. Reingeklebt wurden die Schläuche und das Styropor mit Heißkleber und Silikon. Vorwiegend Heißkleber, weil ich das Material super finde, weil es gleich wieder hart wird. Also man kann gleich wieder weiterarbeiten. So, genau, es war nur so ein kurzer Blick. Hier kommt das Ganze dann mit Fliesenkleber, wird das, der Übergang verstrichen und verkleidet, damit man das nicht mehr so sieht. Hier ist ein Fliesenfugel für innen und außen, flexibel, naturbelassen, wird eben dick angerichtet, dass es eher eine Paste ist. Hier habe ich das Ganze jetzt beschleunigt. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie man das aufträgt. Großzügig über das Styropor und den Yton drüber gestrichen. Und genau. Das Ganze ist jetzt im Turbo-Style, dass ihr das ein bisschen verfolgen könnt. Ich hoffe, euch gefällt das Video so wie es ist. Es ist mein erster Versuch. Und vielleicht macht es das nächste Mal wieder etwas ein bisschen anders. Aber gut, machen wir das Beste draus und schauen, wie das Ganze wird. Das Video ist hier auch ein bisschen geschnitten, damit es nicht zu lange dauert. Wenn das meiste aufgetragen ist, nehme ich dann noch ein bisschen Wasser, tupfe meine Finger rein und kann die Übergänge schön verstreichen mit den Fingern. Dann sieht es auch schon wieder ein bisschen natürlicher aus. Nach dem Fliesenkleber, der hier eben nur sporadisch auf innen und außen auf der Fuge angemacht wurde, kommt dann eine Lage Gips. Der Gips wird so angerichtet, dass er leicht zu streichen ist, aber nicht zu dünn und nicht zu dick ist, weil der Gips eben relativ schnell aushärtet. Hier seht ihr eben noch, wie die Fuge dann einigermaßen schön unter Anführungszeichen verstrichen wurde. So, das ist ein Modell Gips für Bau und Hobby. Sehr schnell härtend für innen. Weil außen meistens irgendwelche Beistoffe dabei sind für mit Schimmel und sonst was für Sachen. Also das ist ganz gut, gibt es im Baumarkt für wenig Euro. Und hier fangen wir eben schon an, auch wieder extra schnell, damit auch was weitergeht. So, das Ganze hier mit Pinsel eben auftragen. Kann man einmal machen, kann man zweimal machen. Ich habe es insgesamt, glaube ich, dreimal gemacht, damit die grobe Struktur des Ytongs ein bisschen glatt gemacht wird, was meiner Meinung nach dann einfach besser ausschaut. Nach dem Gips, wenn der dann gehärtet und getrocknet ist, kommt dann ein Sand-Lehm-Gemisch drauf, wobei ich zuerst mit Lehm arbeite, der den Gips eben ein bisschen abisoliert. Das sehen wir jetzt eh gleich. Wird eben auch zwei bis dreimal aufgetragen, je nachdem wie viel ihr kaschieren und verdecken wollt. Genau, hier geht das Ganze ein bisschen schneller. Genau, kommen eben zwei, drei Lagen rüber
Und nachdem dann die letzte feuchte Schicht quasi aufgetragen wurde, habe ich das Ganze mit Sand bestreut, der dann eben ein bisschen haften bleibt. Ich hoffe, das sieht man jetzt ein bisschen, genau. Den Überschuss natürlich dann abgeklopft bzw. leicht abgesaugt mit dem Staubsauger, dann kriegt das irgendwie so eine geile natürliche Optik. Kann aber jeder machen, wie er möchte. Ihr könnt auch nur Lehm verwenden und das Ganze nackt lassen. Ich habe herausgefunden, richtig gut halten tut der Sand dann eh nicht. Er kommt nur auf gewisse Stellen, kommt das Ganze dann eben an. So, dann als nächstes, wann das Ganze dann getrocknet ist, das lassen wir mindestens mal einen Tag durchtrocknen, kommt das Aquariumsilikon. Das sieht hier eben auch noch ganz schön rundherum und zu den um die ganzen Kammern rundherum. Kann man ruhig ein bisschen großzügig auftragen. Ich mache meistens den Fehler, dass ich es zu großzügig auftrage. Aber ja, soll ja gut halten. Das kleben wir dann innen ans Aquarium ran. Mein Videobearbeitungsprogramm lässt mich leider hier ein bisschen öfters im Stich. Ich habe es zwar versucht, so gut zu schneiden, wie ich kann, aber irgendwie sind da gewisse Lücken und Video-Fails drinnen, die was ein bisschen scheiße ausschauen. Es tut mir leid um diese Bezeichnung, aber ich muss mich hier gerade echt total ärgern. Aber gut, das ist jetzt nur ein Versuch. Hier wird eben das Nest dann genommen und dann innen an die Scheibe geklebt. Wobei ich dann für innen noch ein paar schwere Bücher genommen habe. Ich habe das Ganze dann umgelegt und schwere Bücher raufgetan, damit es wirklich überall gleichmäßig angedrückt wird. Und auch bombenfest dann hält. Das war ganz wichtig. Das Problem, was jetzt dann kommt, das erkläre ich euch, solange jetzt noch ein Video zum Laufen ist. Es wurde dann Styroporplatten angeklebt, die habe ich mit Heißkleber angeklebt und mit Silikon, damit ich dann eben diese Styropor bearbeiten kann. Jetzt sind da eben drei Videos, die nicht mehr da sind. Hier seht ihr eben das Styropor. Das habe ich mit einer einfachen Gabel und Messer und Werkzeuge ein bisschen ausgerupft und ausgefranst. Hier seht ihr eben, wo der Eingang verläuft. Seitlich dann so eine Kurve und hinter dem Ütungstein läuft dann der Schlauch. Nicht zu steil, damit eben die Kleinen noch schön alles reintransportieren können. Und dann blättert das Ganze hoffentlich um. Und mit dem Heißluftföhn habe ich noch die Kanten ein wenig geglättet. Das geht ganz gut, man muss nur aufpassen, dass man nicht dieses ganze Styropor abfackelt und niederschmilzt. Aber es macht das Ganze ein bisschen runder, es schließt ein bisschen die Lücken und es macht vor allem das Styropor steinhart, wo wir es dann super weiter mit Lehm und Sand bestreichen können. Jetzt lasse ich das Ganze mal so ein bisschen laufen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Video, wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Schritten, bitte in den Kommentaren jederzeit, ich versuche so oft und so schnell es geht, euch die Fragen zu beantworten. Ich weiß, dieses Video ist nicht professionell. Ich werde versuchen, wenn ich dann das neue Nest für meine Messer mache, vielleicht mache ich dann ein schönes Video noch, vielleicht habe ich die Zeit dazu. Wie ihr seht, hier ist das Styropor jetzt steinhart und wir können es dann mit Lehm bestreichen. Ich habe das Ganze jetzt mit einer Lehm- und Gipsmischung, also die Mischungsverhältnis ist 1:1 und genug davon. Einfach das Ganze großzügig einstreichen mit diesem Sand, Lehm oder Lehm- und Gipsgemisch und das zwischendurch ein bisschen trocknen lassen. Das ist ganz interessant, weil sonst speichert sich die Feuchtigkeit und es kann sein, dass es nicht mehr ganz durchtrocknet. Jetzt machen wir so die letzten Bilder quasi nochmal zum Erklären. Also das Ganze ist mit Styropor verkleidet. Der wurde dann bearbeitet und wird jetzt mit Gips und Lehm bestrichen. Die Scheiben habe ich dann wieder sauber gemacht
Und als letzte Lage wieder ein bisschen feucht und das Ganze dann richtig schön mit Sand bestreut, der auch dann schön haften geblieben ist. So sieht das Ganze dann vor dem Sand aus. Der Eingang ist eben so ein kleiner Hügel, das ist auch aus Styropor in Felsoptik gemacht worden, ist eben in der Mitte. Hier oben kommt dann das Wasser zum Befeuchten rein, da kommt dann ein kleiner, da wurde ein Sieb reingeklebt in den Schlauch, also so eine Aluminiumgase, und kommt dann noch ein Trichter zum Befüllen rein. Hier seht ihr das Ganze eben mit Sand. Im Nachhinein habe ich bemerkt, dass es doch etwas langweilig ausschaut, aber es war halt mein erster Versuch, das Ganze ein bisschen anders zu machen als Standard. Also ein kleiner Überblick noch, wie das Ganze eben ausschaut. Und genau, hier kommt das Wasser rein. Es ist eben diese Felsen, Sandfelsenoptik und der Eingang in der Mitte der Arena. So sieht es irgendwie interessant aus, wenn dann eine ganze Horde rauskommt. Hier gibt es noch so einen Rundumblick, wie das Ganze eben aufgebaut ist. Und dann sind wir auch schon am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ihr seid noch am Leben oder nicht eingeschlafen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wo ich das Zeug gekauft habe, was es gekostet hat, wie ich was jetzt genau noch konkret gemacht habe, bitte scheut euch nicht, mich zu fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Feedback, positiv wie negativ, ist mir sehr willkommen. Kann ich nur annehmen, damit ich es besser machen kann. Wir sehen jetzt hier eben nochmal das zum Anfang, wie das Ganze dann fertig ausgesehen hat. Gebt dem Video eine Chance, gebt mir einen Daumen hoch und haltet mir weiterhin so die Treue. Ich freue und bin glücklich, dass ich so viele schöne Abonnenten habe, die mich lausigen Anfänger doch begleiten in meiner Ameisenhaltung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag auf YouTube. Klickt mich wieder an, wenn wieder ein neues Video kommt. Und so verabschiede ich mich und sage Tschüss Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.